Sonne, da kreisen die Planeten, und wenn er da drin ist, dann kann es schon Leben geben. Die Erde dreht sich um die Achse, also einen Tag ergibt das in 24 Stunden. 24 Stunden dauert eine Umdrehung der Erde. Wären das 30 Stunden, gäbe es die meisten Pflanzen nicht. Das wäre zu langsam, die wären der Sonne zu lange ausgesetzt. Wenn es 20 Stunden wären, das wäre wiederum zu kurz. Für die meisten Pflanzen zum Existieren 20 Stunden zu kurz. 24 Stunden ist ein perfekter Wert. Besser kann man es nicht machen. Es gibt viele andere Planeten, da ist das nicht so. Wir kennen einen Planeten Jupiter, der dreht sich um die eigene Achse in 10 Stunden. Das ist ganz normal. Für das Leben hier viel zu schnell. Der Planet Venus dreht sich um die eigene Achse in 8 Monaten. 8 Erdenmonate, eine Umdrehung. Leben gäbe es nicht. Das ist ganz normal. Aber wir haben hier den perfekten Wert, wie man ihn besser nicht hätte machen können. Die Erdachse steht nicht senkrecht, die ist geneigt um 23 Grad. Deswegen seht ihr es häufig auf Abbildungen, dass die Erde nicht so gerade abgebildet ist, immer meistens so ein bisschen schief und kreist dann um die Sonne. Dieser Wert von 23,5 Grad ist optimal. Das ist der Grund, warum wir hier Jahreszeiten haben. Ja? Wenn die Erdachse nicht geneigt wäre, sondern gerade, dann gäbe es keine Jahreszeiten. Und wenn sie zu viel geneigt wäre, dann hätten wir ganz extreme Jahreszeiten. Super heiße Sommer, super kalte Winter, Leben gäbe es damit nicht. 23,5 Grad ist ein optimaler Wert. Warum 23,5 Grad? Es ist nicht hundertprozentig geklärt. Was Wissenschaftler vermuten ist, dass es vor langer Zeit einen Einschlag auf der Erde gegeben hat. Dass ein Komet oder ein Meteorit angeflogen gekommen ist, hat die Erde getroffen und die Achse verschoben auf 23,5 Grad. Das würde aber nicht so bleiben. Im Laufe der Zeit würde sich diese Achse weiter verschieben. Was sagen die Wissenschaftler? Vermutlich ist auch durch diesen Aufprall entstanden der Mond. Ja, der Körper hat die Erde getroffen, ja, Gesteinsmasse wurde rausgeschleudert und ist als Mond in der Umlaufbahn geblieben. Und dieser Mond stabilisiert diese Erdachse. Der sorgt dafür, dass sie nicht weiter kippt in die eine oder in die andere Richtung. Denn mit seiner Anziehungskraft, der geht um die Erde herum und zieht immer so ein bisschen daran. Das heißt, wenn die Erde abweichen will, zieht er sie immer so ein Stück gerade. Gäbe es diesen Mond nicht, würden wir hier nicht sitzen. Das heißt, der Mond ist nicht einfach nur so schön anzugucken oder für Kalenderberechnungen, sondern er hat einen Sinn hier für das Leben. Dass wir solche Treffer, solche kosmischen Brocken nicht ständig haben, das liegt daran, dass wir ein bisschen weiter draußen einen Riesenplaneten haben, der diese Treffer einfängt. Das ist der Jupiter. Das ist der größte Planet bei uns im Sonnensystem. Der fängt die meisten Brocken ein, bevor die hier auf der Erde aufkommen. Wenn der nicht da wäre, dann wäre das ganz normal, dass bei uns so Brocken einschlagen wie vor 65 Millionen Jahren bei den Dinosauriern. Ja, und regelmäßig würde das ganze Leben auf der Erde vernichtet. Die Größe der Erde ist eigentlich optimal ausgewählt. Wenn sie zu klein wäre, wie andere Planeten, dann kann die Erde keine Atmosphäre aufhalten. Die Atmosphäre geht dann also verflüchtigt sich ins Weltall und wir hätten hier keine Lufthülle. Wenn die zu groß wäre, dann wäre die Erdanziehungskraft oder könnte sie so groß werden, dass wir hier überhaupt leben könnten. Als Beispiel mal den Jupiter, das ist der größte Planet. Ein Mensch, der hier auf der Erde 70 Kilo wiegt, der würde auf dem Jupiter 22 Tonnen wiegen, ungefähr. Das ist, weil er so groß ist, der Planet ist so groß, die Anziehungskraft ist so groß und zieht deswegen die Menschen stark an. Das gleiche auch mit anderen Lebewesen. Das heißt, mit so einem großen Planeten oder auf so einem großen Planeten könnte Leben in dieser Form nicht existieren. Wir haben von der Atmosphäre gerade gesprochen. Wir brauchen eine ungefähre Größe, die eine Atmosphäre zumindest an dem Planeten fesseln kann. Und zwar nicht irgendeine Atmosphäre. Die Atmosphäre hier hat einen Sauerstoffgehalt von 21%. Und Sauerstoff brauchen wir auch zum Leben. Wenn es wesentlich weniger wäre, ein paar Prozent weniger als 21%, dann wäre das so wenig, dass wenn wir ein Stockwerk hochlaufen würden, über die Treppe, vollkommen aus der Puste wären, weil der Sauerstoffgehalt zu gering wäre. Wäre ein paar Prozent höher, das müsste ja eigentlich optimal sein. Reiner Sauerstoff für die Menschen, das ist ja eigentlich perfekt. Zum Atmen wunderbar. Ist aber nicht nur für Menschen gut, der ist auch fürs Feuer gut. Und was Wissenschaftler sagen ist, wenn er ein paar Prozent höher wäre nur, dann hätten wir hier regelmäßig Waldbrände, die innerhalb von wenigen Jahren schon nahezu alle Wälder auf der Welt vernichtet hätten. 21% ist optimal. Noch dazu müssen wir den ja irgendwie konstant halten. 21% Sauerstoff, das müsste sich ja mit der Zeit ändern. Denn Menschen verbrauchen Sauerstoff. Menschen atmen Sauerstoff ein und geben Kohlendioxid wieder ab. Pflanzen sie wiederum,
nehmen Kohlendioxid auf und produzieren Sauerstoff. Jetzt haben wir es auf der Welt, auf der Erde hier, so geschickt eingerichtet, dass sich die Sauerstoffproduzenten, nämlich die Pflanzen, und die Menschen und Tiere, die halt Sauerstoff verbrauchen, ungefähr die Waage halten. Das heißt, so viel wie die Menschen und Tiere an Sauerstoff verbrauchen und Kohlendioxid produzieren, das wird von den Pflanzen wieder optimal ausgeglichen. Das würde nicht funktionieren, wenn es nur Menschen und Tiere gäbe oder nur Pflanzen. Man braucht dieses Gleichgewicht. Wir haben gerade auch über Kohlendioxid gesprochen. Das gibt es in geringen Mengen in der Atmosphäre. Ja, circa einen halben Prozent, 0,5%. Und die sind wichtig. Kohlendioxid kennen wir, das ist jetzt besonders wieder aktuell, Diskussionen über den Klimawandel, weil Kohlendioxid ein Treibhausgas ist. Und das ist nicht verkehrt, was die Leute sagen. Ja. Kohlendioxid ist ein Gas, wenn es zu viel in der Atmosphäre ist, dann heizt sich die Erde auf. Das hat man entdeckt im 19. Jahrhundert. Da haben Wissenschaftler die Durchschnittstemperatur der Erde ausgerechnet, wie sie eigentlich sein müsste. Wir haben gesagt, von der Sonne kommt so und so viel Energie und wir haben auf der Erde so und so viel Wasser und so viel Land. Ja, Wasser und Land, das nimmt so und so viel Energie von der Erde auf, gibt so und so viel ab. Es müsste ungefähr eine Durchschnittstemperatur auf der Erde sein von minus 14 bis minus 20 Grad. Das ist ungefähr die Temperatur im Gefrierfach. Haben wir aber nicht. Wir haben hier schnuckelige plus 20 Grad. Und die haben wir aufgrund des Kohlendioxids und weil der Kohlendioxidgehalt 0,5% ist. Diese Wissenschaftler sind damals sofort auf die Idee gekommen, dass es irgendein Gas in der Atmosphäre geben müsste, was einen Teil der Energie, die von der Sonne kommt, aufhält. Ja? Wie in so einem Treibhaus. Und dadurch hat man dieses Treibhausgas Kohlendioxid entdeckt. Gäbe es das nicht, hätten wir eine durchschnittliche Temperatur auf der Erde wie in einem Gefrierfach. Ja? Für die Erde nicht weiter tragisch, aber für das Leben, für die meisten Lebensformen tödlich. Ganz vergessen hätte ich beinahe das Magnetfeld der Erde. Genauso wichtig fürs Leben. Wir haben hier ein Magnetfeld auf der Erde, was durch den Erdkern vermutlich erzeugt wird. Ja, der Kern der Erde ist flüssig und es gibt andere Schichten, die rotieren darum. Das Ganze ist aus Metall und deswegen geht man davon aus, dadurch entsteht das Magnetfeld. Ganz geklärt ist das nicht. Das Magnetfeld sorgt dafür, dass schädliche Sonnenstrahlung nicht auf die Erde kommt, sondern an die Pole vom Magnetfeld, sprich Nord- und Südpol, umgeleitet wird. Ich glaube nur zum Nordpol. Das heißt, das Magnetfeld hat nicht einfach die Funktion, dass wir einen Kompass benutzen können und wissen, wo Norden ist, sondern es schützt das Leben hier auf der Erde. Es gibt irgendeinen Hollywood-Film, der heißt The Core, der innere Kern. Da sind viele physikalische Unmöglichkeiten drin. Aber die Idee hinter dem Film ist richtig. Würde der Erdkern nicht mehr rotieren und würde deswegen das Magnetfeld zusammenbrechen, dann wäre es auch ganz schnell vorbei hier mit dem Leben. Ohne Magnetfeld der Erde, obwohl es sehr, sehr schwach ist, könnten wir nicht existieren. Dazu kommt noch der Wassergehalt auf der Erde. Wir haben hier eine optimale Menge von Wasser. Ohne Wasser könnten wir nicht existieren. Jetzt könnte es ja in der Vergangenheit passiert sein, dass immer mehr und immer mehr Wasser kommt. Wir haben ja schon Milliarden von Litern hier. Aber betrachte mal einen Schnitt durch die Erde und würde man sich angucken, wie die Kontinente und die Ozeane geformt sind, dann stellt man fest, dass genauso viel Wasser auf diese Erde gekippt wurde, dass der Wasserspiegel bis zum Rand der Kontinentalplatten gefüllt wurde. Ja. Deswegen genau bis zur Küste von Amerika, Europa, genau bis dahin haben wir Wasser. Das könnte auch ein paar Prozent mehr sein. Dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern über mir 100 Meter Wasser haben. Das ist aber nicht passiert. Das Wasser ist genau bis dahin gefüllt worden. So, dass wir es schön benutzen können für unser Wetter, für Regen auf dem Land und so weiter. Nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Ja. Auch das könnte eigentlich bis hierhin schon genügen. Wenn man sich all das betrachtet, dann müsste man eigentlich auf die Idee kommen, dass das nicht einfach so alles durch Zufall entsteht. Ja? Wir reden nicht mal nur über das Universum, wir reden hier über sehr viele kleine Werte, sehr viele kleine Eigenschaften im Planeten, also in unserem Planeten der Erde, im Sonnensystem, die erfüllt sein müssen, dass wir überhaupt Voraussetzungen für Leben haben. Wir reden doch nicht mal vom Leben an sich. Wir reden nur davon, dass ein Universum mit einem Sonnensystem und einem Planeten Erde existiert, das theoretisch Voraussetzungen für Leben haben könnte. Das alles. Mehr nicht. Und wenn man nur das bis hierhin betrachtet, dann müsste einem schon dämmern, dass das schon eine unglaubliche Verkettung von Zufällen sein müsste, wenn das tatsächlich ohne einen Schöpfer vor sich gehen würde. Aber es ist noch lange nicht Feierabend. Wir haben ja bisher nur erstmal nur ein Universum, in dem es Leben geben könnte.
rein theoretisch. Davon haben wir noch kein Leben. Wie kommt jetzt Leben auf diesen Planeten? Wenn man jemanden heute fragt, dann hört man üblicherweise so etwas wie, naja, es gab Lebensbausteine, ja, diese Eiweiß, aus denen das Leben aufgebaut ist, die gibt es überall in der Natur. Ja, und vor ein paar Milliarden Jahren gab es viele davon im Ozean und die sind halt miteinander kombiniert und verbunden, auseinandergebrochen. Und irgendwann haben sich so viele Eiweiße zusammengefügt, ja, haben sich verbunden und haben dann die erste lebende Zelle gebildet. Und das sind Dinge, die liest man auch vielfach. Was man selten dazu liest, ist mal so eine ungefähre Überschlagung, ja, oder eine ungefähre, sag ich mal, eine Schätzung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas passiert. Es wird immer dabei betont, das war primitives Leben. Und primitiv erweckt dann so den Eindruck, ah, das war so eine kleine Zelle mit ein paar Bausteinen, so 20, 30, richtig angeordnet, dann passt das schon. Betrachtet man mal diese Berechnungen, die einige Leute aufgestellt haben, wie unwahrscheinlich so ein Ereignis ist, das stellt nochmal das in den Schatten, was wir bisher besprochen haben. Vergisst mal das alles. Ja? Reden wir nur über eine Zelle. Die Enzyklopädie Britannica redet davon, oder schätzt dieses Ereignis, also das zufällige Entstehen von einer lebenden Zelle, ungefähr so wahrscheinlich, wie wenn man eine Münze 1 Million Mal hochwirft und jedes Mal kommt Zahl. 1 Million Mal eine Münze werfen, jedes Mal kommt Zahl. So etwas passiert nicht. Das passiert auch dann nicht, wenn es Milliarden und Abermilliarden verschiedene Münzen im ganzen Universum gibt. Ja, auch dann nicht, wenn auf jedem Stern, jedem Planeten gibt es Leute, die Münzen werfen und Milliarden davon. Und die machen das Milliarden von Jahren lang. Das passiert nicht. Wir haben anfangs von Fred Hoyle gesprochen. Der wollte nicht wahrhaben, dass es einen Urknall gegeben hat. Er selber hat gesagt, die Behauptung, dass Leben zufällig entsteht, ist ungefähr so, als würde man sagen, dass eine komplett funktionstüchtige Boeing 747 dadurch entsteht, dass ein Wirbelsturm über einen Schrottplatz fegt und dann die Schrauben und Metallteile passend zusammenfügt. Das passiert nicht. Es gibt eine Reihe von Leuten, die haben das versucht, ungefähr zu schätzen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Und man kann es nicht hundertprozentig sagen. Man weiß nicht exakt genau, wie war das erste Leben konstruiert und welche Bausteine muss es dafür gegeben haben. Aber all die Leute, die tatsächlich eine realistische Schätzung abgeben, die kommen immer zu Ergebnissen, zu Zahlen, die sind so unvorstellbar klein, dass kein normaler Mensch tatsächlich behaupten könnte, das war ein Zufall. Das sind alles Zahlen mit 0, dann kommen 60 Nullen und eine 1. Oder andere Leute 0, 2000 Nullen und dann eine 1. Das sind so die Wahrscheinlichkeiten für ein zufälliges Entstehen vom Leben. Gehen wir davon aus, wir haben schon mal eine lebende Zelle. Ja? Und wir haben auch diese erste primitive lebende Zelle. Dann ist das immer noch keine Erklärung dafür, warum wir heute die vielen verschiedenen Formen und Farben und Arten des Lebens haben. Heute gibt es ja nicht nur lauter verschiedene Bakterien, lauter verschiedene primitive